Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Venetica. Letztes Mal haben wir einen ziemlich schnellen Abschied gehabt und wir haben den guten Leon oder Lorn oder so befreit aus dieser Garnison. Und jetzt brauchen wir nur noch das mit diesen Viechern auf den Dächern abgeben und es wird dunkel. Das sehe ich rechts, ist dieser kleine Kreis unterhalb der Map. Und da sieht man, dass es jetzt wirklich langsam Nacht wird. Und jetzt gehen wir aber erstmal unsere Quest ab. Und ich schätze mal, danach geht's, denke ich mal, in die Katakomben. Was kann ich für dich tun? Ratte hat mir von dir erzählt. Also, was willst du? Wegen dieser Mauergreifer. Hast du sie zerstört? Ich habe sie alle zerstört. Gute Arbeit. Jetzt können wir endlich wieder unserer Arbeit nachgehen. Ich dachte eigentlich, ich gebe dir ein paar Dukaten. Aber meine Männer haben etwas sehr Interessantes gefunden. Sie haben den Wachen aus ihrer Waffenkammer einige Waffen und Rüstungen entwendet. Ich werde sie dir zu einem guten Preis verkaufen. Was? Ich habe gerade einen Auftrag erfüllt. Ich möchte dafür bezahlt werden. Wenn es schon keine Dukaten sind, hättest du mir eine Waffe einfach so überlassen können. Oh. Hast du etwas zu verkaufen? Oh. Nicht passend. Ja, Schutz vor Klingen und der Stumpf, aber vor Magie und dem Stab haben wir dann keine. Ich kauf die mal. Eine, ja. Nö, da habe ich jetzt Besseres. So, was zu verkaufen haben wir hier auch nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Nee. Kann nicht. So, das müssen wir uns so anpassen lassen. Am besten gehen wir da. Ja. Das Blöde ist, das ist ein Plattenpanzer. Und ich glaube, die aus Leder macht den. Und der, ja, kostet 800, um den anzupassen. Na, egal. Okay. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. Ich will nämlich nicht nachts unterwegs sein. Noch nicht. Das werden wir irgendwann 100 pro nochmal machen. Aber jetzt nicht. So. Schlafen. Bett. Jawohl. Bett. Hallo? Bett? Hallo? Ich will schlafen. Hier stehen doch Betten. Warum kann ich nicht schlafen? Aha. Wieder falsch gelaufen. So ein Mist. So. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Hier wird es ja wohl auch ein Bett geben. Turm. Naja, ein Turm hat, glaube ich, nicht wirklich Betten, oder? Bett? Nein. Bürger? Wer bist du? Warum kann ich dich nicht ansprechen? Doch, hier muss es Betten geben. Muss. Irgendwo hier unten. Ach, wir sind in der Herde. Bei uns gibt es Betten für Reisende. Die kosten... Ich nehme ein Bett. Such dir eins aus und mach's dir gemütlich. Eine Schüssel Suppe gibt's auch noch dazu. Ich hab beim letzten Mal noch nicht mal geschlafen. Aber gut. Naja, das ist ja wenigstens nicht... Das ist schön gestaltet. Und ja. So, aber es ist wieder hell. Und wir können jetzt unserer Wege gehen. So, jetzt gucke ich aber mal, welchen Auftrag wir noch haben. Lieferung für den Doktor ist nicht hier. Königin, ja, Schaden in der Tiefe. Rettung, das ist auch nicht hier. Das ist auch nicht hier. Das auch nicht. Und eine angemessene Schmiede auch nicht. Schaden in der Tiefe. Ich muss gucken, wo sich das befindet. Ich meine, runter. Keine Karte verfügbar. Ja, natürlich, weil wir im Haus sind. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Müsste ja hier unten der Ausgang sein. Aber das ist alles wirklich so verwinkelt. Und wenn das erst der äußere Bezirk ist, der innere ist bestimmt noch krasser. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich bin gespannt, wo uns der nächste Bosskampf erwartet. Denn den müsste es ja auch hier irgendwo geben. So, wir gehen einfach mal hier unten. War doch auch ein Zugang zu den Katakomben, oder? Müssen wir da, wo wir, ja komm, gehen wir rüber und gehen da unten rein. Da kommen wir runter. Da gehen wir jetzt auch rein. Und ja, gucken, was uns da unten erwartet. Ich hasse die Katakomben. Ich hasse sie.
Aber ja, geht ja nicht anders. Da muss ich jetzt durch. Ich vergesse bestimmt wieder meine... So, wo bin ich jetzt hier überhaupt gelandet? Bin ich jetzt hier an einer anderen Stelle, ja? Hä, was ist denn das? Okay, mal abwarten. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal alles ab. Und es wird sich dann nach und nach vielleicht herauskristallisieren. Wir könnten hier jetzt nochmal links zurückgehen. Und wir nehmen mal unsere Machete. Dafür habe ich leider nichts geskillt. Das ist der Speer. Hammer. Schwert. Ist das für das Schwert? Ist das auch für diese... Egal. Werden wir schon irgendwie... probieren. Oh nein, 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 nein. So. So, was haben wir denn da noch? Die Raben? Aber bei Kämpfen rede ich nie so viel. So, jetzt habe ich irgendwie... wir gehen jetzt noch... Ja, aber links, da war ja auch noch so viel. Nein, wir gehen jetzt hier geradeaus weiter. Ich glaube, wir sehen genug, ne? Wir sehen, glaube ich, genug. Da brauche ich jetzt nicht... Dass wir uns hier durchschlachten. Bleibt uns nichts anderes übrig, hallo? Aber dann brauche ich diese... Oh, jetzt habe ich schon wieder den Faden hier verloren, wo ich lang muss. Okay. Links, geradeaus. Ne, hinter uns wollten wir gehen, ne? Obwohl... Oh Mann, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt hier links einmal rein. Und dann werden wir ja sehen, wo wir rauskommen. Dämmerginster erhalten. Hier funktioniert die Lampe sowieso nicht. Können wir hier irgendwo rein? Wir können jetzt da lang und geradeaus. Wir gehen jetzt hier erstmal links rein und dann gucken wir, was uns dort erwartet. Oh Gott, ich will nicht. Sollte ich doch mal meine Lampe anmachen? Habe ich überhaupt noch? Ja, Licht habe ich noch. Denk dran im Wasser. Oh. Okay. Ah, das ist hier so verwinkelt irgendwie. Na gut, aber dann weiß ich schon mal, wie das Ganze... Aber da war doch der Hammer. Ah, vergessen aufzuheben, egal. So, ich speichere mal. Ich habe, glaube ich, Schattenenergie genug aufgefüllt. So, probieren wir jetzt den Hammer einmal aus, weil da hatten wir ja auch so eine Fähigkeit. Ach so, der Tritt. Und heimlicher Stich. Der Tritt. Also vernichtender Stoß. Extra Schaden wirft ihn nach hinten. Naja, das Gesundheit, da habe ich ja den Blutzoll. Da machen wir das jetzt mal so. Okay, den Hammer wollte ich jetzt ausprobieren. Hallo? So, wo habe ich das jetzt hingelegt? Auf die 7. Ah, die haben mich gestört dabei. Shit.
Boah, habt ihr das... Oh, da bleibt mir direkt die Spucke weg. Habt ihr das gesehen? Wie geil. Okay, da waren wir jetzt hier. Hier ist noch was drin. Eine Truhe, die ist einfach. Die ist halb einfach. Die andere. Ausruhen kann ich mich hier? Wo kann ich mich hier ausruhen? Ach, auf dieser kleinen... Okay. So. Und wieder merken. Gelb. Grün. Blau. Gelb. Gelb. Grün. Blau. Gelb. Ah, Gott sei Dank. Okay. Amandas Schatzkarte in Afrika. Okay, wir kommen noch nach Afrika? What? Und jetzt wird's schwieriger. Grün, 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 rot, rot, blau. Rot zweimal. Jawohl. Naja, immerhin, ne? Immerhin. Unser Licht geht gleich aus. So, als nächstes wollen wir da lang. Wollen wir da lang? Ja, und hier hinten müssen wir auch noch. Hier oben. Wir gehen jetzt einfach mal da. Ach, da komme ich nicht runter. So. Ja, beim Schwimmen geht unsere Lampe aus. Leider, leider. Aber, naja, ist halt eben so. Okay. Ist hier oben was zu holen? Nein. Oh nein. Moment. Da steht der Typ, aber ich kann nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Seht ihr, also das, ich habe die Geister eigentlich anders in Erinnerung. Nicht so schrecklich aussehend. Dukaten mehr nicht. Imperiale Truhe, da brauche ich kein Schlösser knacken. Okay. Naja, wir müssen abwarten, bis wir die Fähigkeit bekommen, mit den Geistern auch reden zu dürfen. So, das hätten wir... Oh, hier geht's nochmal lang. Ein Wühler. Da ist aber nur einer. Oh, ich mag das, wenn die Waffen mehr Schaden machen. Okay, gucken, wo es hier lang geht. Mehrere Wühler. Okay. So, auf die 7 habe ich das mit dem Hammer gelegt, ne? Warum klappt das nicht? Oh, wenn ich denke, unser erster Ausflug in ne, was ich da noch echt zu kämpfen hatte. Und jetzt geht es. Moment, ich muss meine Lampe mal wieder auffüllen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich ganz ehrlich bin. Lampe aufgefüllt. Kann ich die jetzt benutzen oder? Ja. Da ist noch ein Wühler. So, aber nächstes Mal den Blutzoll. Okay, was ist hier? Kein Ungetier? Untier? Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal überall dahin, wo man mit Geistern reden kann, weil die können einem ja dann auch was geben, wenn man erstmal mit denen reden kann, ne? Okay, jetzt geht meine Lampe wieder aus. Mann, ist das verwinkelt. Guckt euch das an. Total verwinkelt. Und hier hinten waren wir noch gar nicht. Da müssen wir auch noch mal rein. Ja, alles zu seiner Zeit.
Wieso geht dieser vernichtende Stoß nicht? Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall durch irgendwas durch. Ja. Wieder ein Portal. Ob wir in den Katakomben unseren nächsten Endboss finden? Ich habe irgendwie so... Ich befürchte das irgendwie. Oh Gott sei Dank, nur zwei Schlösser. Blau. Blau. Gelb. Gelb. Grün. Rot. Blau. Blau. Gelb. Gelb. Grün. Rot. Ich hasse das mit den... Es ist schön gemacht, das Schlösserknacken, wie sie es hier machen, ja? Aber ich hasse das einfach, weil, boah, am liebsten hätte ich was, wo man das killen kann, dass es nicht allzu kompliziert im späteren Verlauf wird. Okay, jetzt sind wir wieder zurück. Hier ist kein anderer Ein- oder Ausgang. So. Ab zurück. Okay, mal gucken, was noch ein Wühler. Aber ich brauche... Hallo? Du blödes Mistvieh. Yes! Ich wollte das eigentlich mit Doppelklick machen. Okay, Licht habe ich noch. Ist auf dieser Seite eigentlich auch ein Eingang? Nein. So, gut. Jetzt sind wir hier weiter. Das ist noch ein Wühler. Aber ich möchte gerne Lebensenergie. Doppelklick geht das irgendwie nicht immer. Okay, da ist noch einer. Machen wir mal die Raben. Hallo, warum schlägst du nicht? Ich hab doch geklickt. Wir haben ja noch die Fiolen bei uns. Noch ein Wühler. Put, 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 put. Ach, ich finde das eigentlich ganz cool mit diesem Hammer. Aber ich mache jetzt gleich nochmal das andere. Das ist hier. Kommen wir hier rein. Spezieller Schlüssel für die Krypta. Die Krypta befindet sich also hier. Ach, das kann ich mir sowieso nicht merken. Achso, ich wollte den anderen. Das andere benutzen. Das geht etwas schneller. Oh, ein bisschen. Okay, wo kommen wir hier hin? Ich habe keinen Bock auf ein nächstes Rätsel. Das geht ein bisschen schneller, ja. Okay, was ist hier? Ah, Hilfe! Cool. Hier ist noch Dämmerginster. Weiß gar nicht, was es war, was wir da sammeln sollten, damit er uns daraus Tränke braut. Okay, mal gucken, wo wir sind. Da. Also können wir jetzt hier... Ah, guck mal, da kommen wir ja sowieso dahin. Also die Krypta, da müssen wir noch einen Schlüssel finden. Wir müssen hier oben nochmal rein. Und hier unten noch. Und dann natürlich diese Seite. Hier ist noch was. Ja, Moment. Gehe ich mal hier so lang? Ne, hier war ich schon, oder? Ja, hier waren wir jetzt. So, hier haben wir alles durch. Okay. Obwohl, hier ist ja auch noch was. Wir gehen jetzt hier hinter uns durch diesen schmalen Weg. Gucken, dass wir hier links nochmal... Ja, ja, ja. Dass wir auch alles irgendwie an alles gedacht haben. Hier ist auch noch was. Okay, was ist mit euch? Mit an euch habe ich das ja schon. Ah,
Wieder eine neue Stufe. Ich hätte gar nicht was mit das nehmen brauchen. Ich habe jetzt eigentlich... Ja, komm. Rot. Grün. Grün. Rot. Rot. Blau. Oh Gott. Nein, verkehrt. Okay. Ich werde wieder angegriffen, oder? Ja. Ach, hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Machen wir nochmal. Rot, grün, grün, rot, zweimal rot war das, blau. Rot, grün, grün, rot, rot, blau. Oh, ich sag dir, ich hasse es. Ich hasse es so. Okay, hier wollten wir lang. Und dann hier links waren wir auch noch nicht. Hier greift ihr mich an? Nur wegen deiner Dummheit müssen wir in diesem stinkenden Keller hocken und auf ein Wunder warten. Oh, hey, du da! Wir könnten hier etwas Hilfe brauchen. Erzähl mir mehr. Tja, weißt du, da gibt es diese Wasserpumpe. Oder wie man das auch immer nennt. Und wir sind hier, um sie zu reparieren. Aber unsere Anweisungen waren etwas oberflächlich. Offenbar wird sie von etwas blockiert. Und in dieser Höhle könnte auch irgendeine Kreatur lauern. Für so etwas sind wir nicht ausgebildet. Vielleicht möchtest du einmal schauen? Ja, schickt ruhig die unschuldige Frau vor. Ja, es ist ja kein Problem. Okay, ich muss mal eben nachfüllen. Das ist ein bisschen ätzend mit dem Nachfüllen. So. Gut. Ja, wir gehen. Die Raben. Ziel in Reichweite. Danke für eure Hilfe, Jungs. Hinweise zum Auftrag erhalten. Stein entfernen. Wir haben es geschafft. Da kommen wir nicht lang. Gut, gut, gut. Also wir haben zumindest das schon mal zum Laufen bekommen. Das ist schon mal gut. Großartig. Du hast den Brunnen repariert. Geh zum Richter. Er wird dich für deine Hilfe belohnen. Ja, aber ich glaube, da waren noch mehr Aufträge. Ich habe jetzt gerade mal überhaupt nicht mehr auf die Uhr geguckt, wann ich die Folge gestartet habe, wenn ich ehrlich bin. Aber nicht schlimm. Wir gehen jetzt hier nochmal links, dann hier rechts, da oben lang. Und dann bleibt uns praktisch nur noch hier unten das. Genau, das ist mein Plan. Was habe ich gesagt? Ich glaube hier und dann die nächste rechts. Das wäre hier. Genau, und dann wollte ich ja nochmal geradeaus. Da war ja auch noch was. Eine Tür, glaube ich, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Also hier links sind wir vorhin rein. Also gerade rein. Oh, hier ist auch nochmal ein... Ja, aber das, wir können ja nicht mit ihm reden. Er steht ja einfach nur da rum. Es bringt uns nichts, wenn wir die... Wenn wir die Sachen... Okay. Ah, hier kommen wir, glaube ich... Hier kommen wir, glaube ich, wieder raus, oder? Gehen wir mal ein bisschen nach da hinten, ob hier noch irgendwas ist. Hier scheint nichts zu sein. Eine riesengroße Fläche mit... Genau, nichts. Hier kommen wir wieder raus, glaube ich. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir wieder einen neuen Ausgang gefunden haben. Oder Eingang. Äußerer Bezirk, genau. Okay, dann haben wir jetzt nur noch einen Weg... Oh, das ging ja eigentlich dann doch ziemlich schnell mit den Katakomben.
Liegt aber auch so ein bisschen auch an die Waffe, ne? Die ist echt cool. Damit geht's echt schnell. Ja, aber den Weg nehme ich jetzt nochmal mit. Auf jeden Fall. Der war jetzt hier rechts rum, ne? Da müssen wir gleich hin wieder. Und hier rechts will ich jetzt rum. So. Genau. Ich will wissen, wirklich jetzt alles abgeklappert haben bei den, in den Katakomben. Oder ist hier auch nur einfach eine freie Fläche? Hier komme ich noch nicht mal runter. Was ist denn das? Okay, also das war's anscheinend. Mit hier unten. Da kann man nochmal durchschwimmen. Komme ich hier runter? Wie komme ich jetzt hier runter? Ich kann da durchschwimmen. Oder ist das einfach nur... Ich weiß es nicht. Okay. Es war klar. Achso, nee, Moment. Hinter uns müssen wir wieder raus. Wir müssen ja nach dem Richter und unsere Aufgaben abgeben und gucken, ob wir jetzt noch andere Aufgaben hatten. Cool, dann haben wir die Katakomben erledigt. Ich hatte gedacht, das dauert länger. Aber die Kämpfe in dem ersten Untergrund, in dem Assassinenversteck, die waren auf jeden Fall länger, weil ich da noch nicht so stark war, beziehungsweise nicht so gute Waffen hatte wie jetzt und so Fähigkeiten. Den Brunnen, den haben wir. Ja, er fließt wieder. Hey, der Brunnen funktioniert! Es war an der Zeit, dass das behoben wird. Du hast recht. Jetzt, wo der Brunnen funktioniert, werden noch mehr Leute kommen, um meinen Balladen zu lauschen. Schau, da ist was angeschwemmt worden. Das fasse ich nicht an. Kitty geht. Aber ich fasse es an. Und zwar direkt. Schön. So, wo ist der Brunnen? Hier ist der Brunnen. Und da ist was drin. Schmuckkästchen aufheben. 150 Dukaten. Sehr schön. Und ab zum Richter. Wir haben die Aufgaben erfüllt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben. Egal, wir gehen jetzt zum Richter. Und dann dürften wir, glaube ich, auch so langsam in den inneren Bezirk. Kommst du wegen der Aufträge? Ich bin gekommen, um die Belohnung abzuholen. Ich habe den Brunnen repariert. Wunderbar. Hier ist deine Belohnung. Nochmals vielen Dank und nimm dir ruhig einen Tee. Kommst du wegen der... Haben wir noch einen? Hast du Aufträge für mich? Unten in den Katakomben gibt es ein großes Problem mit den Greiferbiestern. Erzähl mir mehr über die Biester in den Katakomben. Diese aggressiven Biester sind einfach überall. Irgendwo muss ein Nest sein, das wir noch nicht gefunden haben. Steige hinab in die Katakomben und suche das Nest. Du kommst über den Kanal dort hinunter. Bis später. Da war kein Nest. Ihr habt es doch gesehen, da war kein Nest. Da war doch kein Nest. Ich aktiviere die Aufgabe nochmal. Königin. Okay, jetzt nochmal. Wo müssen wir rein? Wir müssen da nochmal rein. Das ist tatsächlich... Wir müssen da nochmal rein. Aber ich glaube, wir müssen gegenüber rein. Ist gegenüber auch noch ein Loch? Also so ein Eingang zu dem Loch. Ein Eingang? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Zeigt mir da an. Hallo? So, jetzt. Hä? Da war aber doch kein Nest. Also, jetzt wird mir was angezeigt. Hier ist ein... Hier? Wir haben ein Loch vergessen. Also hier nochmal ganz rum, so eine Kacke. Ja. Wir müssen nochmal ganz rum. Da haben wir ein Loch vergessen. Einen Eingang vergessen. Übersehen. Ich habe ihn wahrscheinlich übersehen. Ihr habt ihn wahrscheinlich... Ihr wisst das wahrscheinlich, wo und wie und überhaupt, aber ich habe ihn übersehen. Naja. Nee, Moment. Falsch. Hinter mir. Da rein. Und einmal ganz rum. Super. Ich bin begeistert.
Ich glaube, diese Folge hat etwas Überlänge, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch erledigen. Weil, ja, keine Ahnung. Hier, glaube ich, müssen wir lang. Da war ich jetzt wieder links. Links rum. Natürlich geht die Lampe wieder aus. So ein Mist. Ja, die Krypta weiß ich ja, aber da haben wir ja keinen Schlüssel für die Krypta. So. Ja, da rein, aber da war dann wohl noch irgendwo ein Weg, den wir übersehen haben, den ich übersehen habe. Hier nicht. Irgendwo jetzt hier. Hier. Okay, was habe ich da genommen? Na schön, komm ran. Machen wir dich platt. Oh Gott, das ist ein großes Vieh. Okay, das ist ein großes Vieh. Machen wir erstmal das Kleine hier platt. Zwei kleine. Oh, ist das ätzend. So, wer von euch sieht mich? Normalerweise beim letzten Mal haben sie... Hallo, ich hab die 3 gedrückt. Ich komm... Was? Ich kam hier nicht weg? So ein Kack. Okay. Wo ist mein Messer? 4. Und den Blutzoll, den kann ich jetzt nicht mehr machen, weil das Vieh schon tot ist. Normalerweise brauche ich jetzt meine Klinge, Mondklinge, um das wieder aufzufüllen. Hier ist auf jeden Fall ein Nest, welches zu zerstören gilt. Oh nein. Kein Ziel in Reichweite. Okay. Okay, okay, okay. Da ist dieses dicke Vieh und davor sind noch die 2 kleinen. Ich glaube, wir gehen nochmal da... Kann man hier noch weitergehen, oder? Nein. Aber da ist noch irgendwas. Ich hab Schiss vor dem großen Monster. Diese Riesenspinne oder Brackläufer, Königin oder was auch immer. Oh, habe ich sie nicht gelootet? Nein, habe ich nicht. Cool. So, da kann man noch rein. Aber erstmal will ich... Oh, die ziehen die mit. So ein Shit. Ich muss weg. Ich muss weg. Lass mich weg. Fähigkeit noch nicht aufgeladen. So, einen haben wir. Hallo? So. Okay. Ich brauche das nochmal. Oh, und jetzt müssen wir dieses Vieh machen. Brackläufer Königin. Dafür speichere ich aber. Warte mal, ich glaube, da ist der Hammer. Ist der Hammer da besser? Wie viel Schaden? Die ist immun gegen meine Vögel. Auch gegen das? Die ist gegen alle magischen Kräfte immun. Nein, 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 nein.
Oh mein Gott, jetzt habe ich natürlich nichts, um mich zu heilen. So ein Kack. Ich habe die Fähigkeit, aber das hilft nichts. Oh Gott, schnell trinken. Okay, das brauche ich im Moment. Den Rabe brauche ich im Moment nicht. Oh mein Gott. Dieses Vieh ist ja so krank. Ich habe sowas von Überlänge, aber die will ich noch platt kriegen. Weg. Immer nur von hinten. Komm schon. Oh. Was? Leuchtkörper der Brackläuferkönigin. Ich muss unsere Laterne nochmal auffüllen. Oh Mann. Wie krank. Kann ich sie nicht looten? Aber ich habe da unten noch was gesehen. Einen Eingang. Hallo? Muss aber das. Geht das hier nicht? Komme ich hier nicht rein? Warum nicht? Ja, aber wie komme ich dann an dieses Nest dran? Also, oder ist das erledigt? Scheint erledigt zu sein. Ja, hier kann ich nichts mehr machen. Oder kann ich hier was machen? Das sind nämlich Eier. Okay, wenn die Königin weg ist, dann ist auch... erstmal gucken. Ja, hier ist unser Ausgang. Was anderes hatten wir hier nicht. Ne, hier war nichts mehr. Gut, das hätte ich vorher sehen sollen, beim letzten Mal schon. Aber das war jetzt hier auch so ein komischer Eingang. Der war leicht zu übersehen, wie ich finde. Ja, hier. Momentan nicht erlaubt. Es ist alles momentan nicht erlaubt, wenn man nicht auf festem Boden steht. Wo waren wir denn jetzt? Hier rechts, glaube ich, müssen wir lang. Das ist blöd, ne? Ich hätte mich jetzt am liebsten raus teleportiert und hätte dann die Aufgabe abgegeben, aber okay. Weißt du was? Wisst ihr was? An diesen Viechern laufe ich jetzt einfach vorbei. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zu kämpfen. Will die Folge beenden, aber ich möchte hier gerne raus sein dafür. Hier? Ja. Ich hoffe, das ist auch der richtige Ausgang. Aber gut, dann haben wir das erledigt. Auch wenn es jetzt Überlänge hatte. Obwohl ich meistens sage, es ist Überlänge und das ist keine, aber dieses Mal, glaube ich, war es wirklich Überlänge. So. Ja, ich gehe jetzt aber nicht im Wasser. Hallo? Wieso? Ach so. Ja. Das war's dann hier. Das haben wir erledigt. Dann gehen wir das bei der. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Quest beim Richter abgeben und gucken, ob wir dann wahrscheinlich in den inneren Bezirk können. Den Brunnen haben wir auf jeden Fall gut zum Laufen bekommen. Und vielleicht kommen wir ja beim nächsten Mal in den inneren Bezirk und gucken, wie das auch mit der Hauptquest und so weiter weitergeht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.